So, wir beginnen meine Zwischenansagen-Sequenzen immer alle mit so. Egal. Ihr kriegt ja die 2 Stunden Pause zwischendurch nicht mit. Für euch sind das ja 2 Sekunden. Und es geht dann immer so alle 5 Minuten. So, so, so. Route ist heute fast rum. Haben heute nur 220 Kilometer. Nur, ich merke, also gestern vor der Tribut. Ich habe heute Popo, aber ich hätte morgen mal noch eine halbe Stunde länger im Bett bleiben können. Ich habe so Popo wieder ein bisschen Nacken, wie in Frankreich. Aber gut, ne? Irgendwas ist immer. Deine Z ist durstig? Ja, ist nett. Ich setze auf Reserve nach 12 Liter bei, ja, ich glaube so vor 3 Kilometer ist die Reserve angegangen. Bei 268 oder 265 Kilometer. Und die Leistung und wie wir heute gefahren sind, sehr okay. Und was hat der Tag heute gebracht? Großglockner. Mega schön. Mega Landschaft, ey. Und die beiden Stichstraßen da. Wie ich da vorne im Vlog gesagt habe, so, du kommst um die Kurve und denkst schon, ist alles schön. Und dann ballert die Natur dir noch eine Hookline ins Gesicht. In die Erinnerung. Es ist schon echt hübsch da. Mit den ganzen Wasserfällen, die Landschaft, die Felsen, die Berge. Das ganze Grün da von den Wiesen. Was ein bisschen, also da waren wir da an dem Gletscher. Gibt es ja jetzt Fotos oder ein kleines Video davon. Ich habe da so ein bisschen Video gemacht. Gibt es Gletscher und der geht echt schon weit zurück. Da stehst du echt davor und denkst dir, jo, der war mal größer. Ja, ich will das jetzt mal unkommentiert lassen. Aber so, da siehst du das mal. Aber schön war es da oben. Oh, frisch war es. Am Hochtor standen an der Temperaturanzeige 5,8 Grad. Wie gut, dass ich alles anhab, was ich mit habe und dass es beheizte Griffe gibt. Finde ich super, dass ich die rangebaut habe. Weil sonst wäre da oben echt frisch geworden an der Handschuhe, aber die gehen auch noch. Die ST Match, die waren da schon noch warm genug. Für mal kurz ist das schon okay. Ja, wir fahren jetzt zum Hotel Strasbourg. Laden unsere Sachen ab. Und dann geht's aufs Nassfeld. Nassfeldpass. Richtung Italia. Aber wir fahren hoch und wieder runter. Bisschen Spaß. Hatten heute noch nicht genug gerufen. Mal gucken, wie der Gripso ist unterwegs. Stellenweise war es ganz schön rutschelig. Oho. Okay, war Sonne. Ganz schön rutschelig. Da stand gerade ein Kasten mit so einem roten. So eine runde Rundumleuchte drauf. Aber auf der Straße war es stellenweise schon ziemlich rutschelig und da von den Bussen runter in Großglockner. Da war schon uiuiui. Ja, ich habe dafür das coole Visier mit heute. Könnt ihr mir nicht ins Gesicht gucken in meine wahnsinnigen Augen. Hab die Brille wieder an. Bei Ducklinsen nehme ich nur noch, wenn irgendwie Regen ist. Und dann vielleicht auch nicht mehr. Weil die passen halt nicht so richtig. Ist halt nicht so ganz so gut. Hier, Passo Bravallo, Nassfeldpass. Da geht's nachher hin. Aber wie gesagt, erst muss ich nochmal danke. Muss ich noch einmal an den Danke fahren. Aber werden wir schon weit finden. Ich hab das Moped leicht beim durch die Gegend schieben. Ah, Kollege wollte gerade schon zum Nassfeldpass hoch. Aber ich will erstmal Gepäck abladen. Kurz Beine vertreten und tanken gehen. Ach, wir sind schon da. Gucke mal. Unser Hotel. Hotel Strasbourg. Na dann, bis später mal, Jungs. Ciao.